Lalalalalala. Einsatz und Bewenden ist wieder angesagt. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier vom Forest. Ich habe wieder ein bisschen vorgearbeitet. Jo, es fängt dann gut an. Wir gehen aus der Tür raus und brennen mir gleich das Gemüse unten weg. Aua, shit. Das fängt da richtig gut an hier. Ja, nun ist gut. Ist gut. Ich habe ja schon keine Schamhaare mehr. Mann. Ja, wie gesagt, willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge von Forest. Das war gerade nicht geplant. Ich wollte eigentlich aus der Tür rausgehen. Eigentlich sollte das hier als Falle dienen für die Ureinwohner hier, die uns gerne nochmal besuchen wollen. Jawohl, unser Knusperhäuschen ist hier fast fertig. Sieht nur noch ein bisschen jungfräulich aus, aber dann arbeiten wir jetzt wieder weiter. So, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, Holzhacken, genau. Wupp. So, dann begrüßt uns gleich schon wieder ein schwuler Lurchi. Der hackt mir nackte Haut. Der geht aber in eine andere Richtung. Weiß ganz genau, was wir machen. Der riecht das schon. Aber nicht durch die Nase, sondern der riecht durchs Arsch. Das sind Lurchis halt, ne? Also, ja. So. Dann donnern wir hier nochmal. Was machen denn die Raben auf meiner Hütte da? Ey, wenn ihr in meine Hütte scheißt, ne? Dann scheiß ich zurück, du. Esse ich vorher 20 Currywürste. Und dann kriegt ihr das wieder. So. Wir bauen jetzt erstmal ein Fensterchen. Dann sieht es so aus, als ob wir hier hinter schwedischen Gardinen hier sind. Da sind wir zumindest auf dieser Insel nicht obdachlos. So. Wo ist er denn jetzt? Mensch. Feierchen will ich nicht machen. Nein. El Blindo, oder? Ah, hier. Ja, ich wollte gerade sagen, wo ist mein Fenster? Nein! Was habe ich denn jetzt hier für ein Haiopai gebastelt? Dann auch anständig, ne? Also. Ja, ich habe gerade die Taste E gedrückt, anstatt die Taste L. Taste R zum Drehen. So. Nur noch ein Stück weiter. So. Wunderbar. Da hier gleich nebenan so ein Pinkelbaum steht. So, als erstes fällig. So, Achse schon mal geschärft. Aber warte mal, da können wir auch. Ach nee, die haben. Alles klar. Gut. So. Wuppala, 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 wuppala. Ja, in der Zwischenzeit außerhalb der Aufnahme. Ihr merkt es bestimmt, was man Holz hat. Arnold Schwarzenegger hat mich gelehrt, wie man das macht. So. Mach schon mal das. Der Baumstamm. Dann nehmen wir den hier. So. Wupp. Ein noch. Einer geht noch rein. So. Pop, pop, pop. Ha! Oh. Bisschen schief, aber das macht ja nichts. Das ist ein. Eine. Ja, ein Unikat. Nicht überall gibt es so einen schönen holzigen Puff. Wie auf dieser Insel hier. Hopp. Koffer aufmachen. Oh, da flitzt schon wieder ein Lurchi. Pass auf, dass du nicht gleich geblitzt hast. So, noch irgendwo ein paar Köfferchen. Da. Jopala. Ah, du kommst mir gerade richtig mal. Ja. Toll. So. Einmal reicht. Hä? Ach, ich habe keinen Platz mehr in der Hosentasche. Meine Güte. So, das hätten wir schon mal. Das Ding gefällt mir überhaupt nicht hier. Das ist hässlich. So. Hä? Ach so, das sind die Fressschalen hier aus dem Flugzeug. Mann, da habe ich mich schon wieder hier verjagt. Ich fast schon wieder mit der Kackwurst wieder höher geschraubt. Ein Kaninchen. Ja.
Danke. Nee, den Kopf brauche ich nicht. Was ist das denn? Das. Hä? Wieso hängt da gerade ein Lurchi da? Naja. So, der junge Mann braucht schon wieder was zu futtern. Cola. So, dann werden wir jetzt mal so einen Totenkopfhammer da oder was weiß ich. Craften. Dann bauen wir jetzt nochmal so ein. So eine kleine Mauer hier. Ja, und wieder wird mit Buntstifte hier gearbeitet. Das macht sich nachher besser. So. Das haben wir auch schon. Dann gleich die nächsten. Wie steht mir das Ding gerade hier zum Himmel? Nee. Weg damit. So, gehör dir gar nicht her. Ab auf den Sondermüll. So. Dann donnern wir mal da hin. Oh, noch ein Stück. Na? Ah, so. Jo. Das sieht doch schon optimal aus. Gehen es wieder als Eingemachte. Ja, Leute, wer zu faul nach Obi ist, zu faul ist nach Obi zu laufen oder zu fahren, geht einfach im Wald und hackt Holz. Und nein, den Slenderman, den gibt es übrigens nicht. Nur mal so gesagt. Damit. Ja, nun ist der Knüppel abgeknickt. Oh, wupp, wupp. Schon wieder ein Luchi, ey. Das ist ja eine Plage hier. Ich rufe gleich den Kammerjäger. Ah, wir kriegen schon wieder Besuch. Von Innenministerium der Kannibalen. Ah, leck mich. Du kannst mich mal... Was schreist du so rum, dass du Ruhestörung suchst? Halt die Bullen, Alter, halt die Fresse da und rasier mal deinen Arsch, ey, ja? Komm her. Die Ärger oder was? Hau ab, du! Alter! Du bist aber Senf, du im Ketchup! Du kriegst gleich Mayonnaise du ins Gesicht, du! Du schlägst mich! Du Ratte! Geh nach Hause! Deine Mutter, Alter! Wow, 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 wow! Was denn? Ja, da hab ich gerade angerülpst. Du stinkendes Tummeltier, du! Ich zeig dich an, du! So, wir nehmen jetzt mal den hier. Der hat mir schon mehr Power. Der ist lustiger. So, jetzt können wir gerne kommen. Komm zu Papa. Nee, bevor ich mal Papa bin, schieße ich mich lieber freiwillig, du. Komm her! Du kriegst eine schöne Gesichts-OP von mir. Von bin ich der Zahnarzt, ja? Komm voll im Auftrag von Colgate. Ich brauche deine Zähne. Komm her jetzt, ey. So, Schluss jetzt. Alter, mach was, Vati sagt, ey. Aua. Kleiner Raffbock, du. Alter, ihr seid doch gay hier, echt. Verschwinde, ey. So. Einmal schön die Zähne rausgehauen. So muss das sein. Hui. Daneben. Du schlägst. Gott, wie schlägst du denn? Süße, guck mal, so geht das. Zack, zack, zack. Und liegen bleiben. Der Frauenarzt kommt gleich. Ja. Mackfresse. Hackfleisch. Geht doch. So. Es ist auch endlich Ruhe. Hossa. Und nein, ich produziere dich nicht zu Hackfleisch. Ich werde dich garantiert nicht im Supermarkt im Regal reinstellen. So, darf ich jetzt nur weiter Holz hacken? Danke. Mann, 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 Mann. Wupp. Süße, zwei Leute, zwei Kannibalen. Übrigens, nein, die waren nicht von
RTL oder so gewesen, um unser Haus zu begutachten. Die war mir ein bisschen zu... war nicht ganz koscher. Deshalb mussten wir dem mal eine neue Nase verpassen. Oh, hier sind ein paar Köfferchen hier. Ach, schon wieder so ein rosanes Ding. Und immer diese Tennisbälle. Meine Güte. Wo ich eben schon gedacht habe, na, Michael Stich, treffen wir uns hier irgendwo noch auf der Insel? Dann kriegst du deinen Tennisball wieder. So. Mal weiter hacken. Machen wir eine kleine Villa Konterpunkt raus. So, hoppala, hoppala und hoppala und hoppala und ja und einer und oh, ja, Alter. Muss mehr Cornis fressen, mein Freund. So. Gut. Passt doch. So, flupp, flupp, flupp. Dr. Kawashivas. Gehirn für Hausbauer. Dann nehmen wir mal den Baum jetzt. So, ich pingel schon wieder Steine. Ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Ich habe eine Harnstein. So, seh zu, Alter. Ich muss bald in die Kiste. Das wird hier wieder hell. Oh, wupp. So. Wupp. Wupp, wupp. Oh, wupp, wupp. Gut. Das wäre das schon mal fürs Erste. Ah, Schnauze, du Kaxi. Ach, was weiß ich. Dumm. Wieso kriege ich den Baum jetzt hier nicht rasiert? Ach, was? Mein Gott, wachs da vor die Hände. Mir ist auch scheißegal. Ich bin beleidigt. Blöder Busch. Ja, Busch. Wupp. 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 Gleich haben wir ihn. Wupp. Wupp. Jupp. So. Und in die Richtung bitte. Danke. Hui. So. Dann haben wir fast unser kleinen Gallien hier fertig. Oh, wupp, wupp. Und wupp. So. Das hätten wir jetzt. Gut. Jetzt da oben noch so einen kleinen Kastenbunker dahin bauen. Oh, und dann mal schauen, ne? Ein paar Fallen hier noch hinstellen. Und dann mal kicken. Mal gucken. So, bunkern wir mal hier hin. Wie ein Hamster. Jo. Gut. Dann werde ich jetzt mal schlafen gehen. Hier in meiner bescheidenen Luxus... Jo, Hütte. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bleibt dran, Leute.